Hallo Freunde von meiner Whisky, Armin aus seinem Whisky-Fugium. 5 Minutes, Patient des heutigen Abends, ein Kilhoman. Genesis. Stage 3. Und vor der anderen Abfüllung 1 und 2 waren immer die Tage ganz groß aufgeführt und der Importeur hat das auch aufgeführt. Und ich war mir überlegen, boah, ich glaube irgendwie bis 12 sind wir gekommen, ne? Wo haben wir denn hier was? Und ich bin ehrlich, ich habe gesucht und gesucht, habe irgendwie nichts gefunden. Irgendwann auf einmal hier unten ist so ein aufgeführt in diesem goldenen Kringel und da steht's drauf. Day 13 bis 14. Und wir haben The Peating. Ja? Das heißt Peating Stage 3. Bourbon, STR und Sherry Cask. Die Geschichte ist auf 3600 Flaschen. Haben wir hier auch eine Seite drauf. Und ist 2022 abgefüllt worden. Aber erst in 2023 hat es den Handel erreicht. Und ich glaube, diese Geschichte ist sogar eine Sache, die hier auch von unserem, ja, oder für den deutschen Markt gemacht worden ist. Es gibt zwar auch wohl so Serien, letztendlich, die weltweit letztendlich irgendwie aufgelegt werden, aber hier diese Genesis-Serie ist mir nicht bekannt, dass ich da was gesehen habe, dass da was gibt. Interessante hier ist ganz einfach, und das ist bei den anderen auch, da war ich vorher so gar nicht so bewusst drauf hinter, wenn die Distillerie Kilhoman selber peatet, das heißt in ihrer kleinen, ja ich sag mal, in ihrem kleinen Kiln und eben halt die Gäste in den Malting Floors, die sie haben, mittlerweile sogar zwei Stück dort letztendlich bearbeitet, dann haben die 20 ppm eben halt Phenol an ihrem Malz hinterher, an ihrem Green Malt. Die Geschichte wird mit dem eigenen Torf letztendlich hier, den sie haben, ist hier so drin, ein schönes Bild aufgeführt, letztendlich wo da einer am Torfstechen ist. Und Klappkiste, also schon eine schön aufgemachte Geschichte, die wir hier haben. Zusätzlich zu dem ist es so, dass die Maische, die wir hier drin haben, eben halt nicht nur rein diese, ich sag mal, deren hauseigene Local Barley, müsste man ja eigentlich schon sagen, deren lokale Gerste ist, die sie selber auf ihrer eigenen Rockside Farm anbauen, selber melzen mit 20 ppm. Wie hoch die Prozentzahl ist, weiß ich nicht in diesem Bereich. Kommt ein weiterer Green Malt Anteil, eben halt den sie von Port Ellen Maltings beziehen, mit 50 ppm. Das heißt, wir haben hier nicht eine komplette 50 ppm und auch keine Low 20 ppm, sondern dadurch, dass man diese Gerstensorten letztendlich geblendet hat. Ich weiß es nicht, ich sage jetzt mal so salopp, vielleicht hat man da Resteverwertung, dass man eben halt nicht mehr einen kompletten Ansatz für deren 100% Eiler letztendlich zur Verfügung hatte und das nächste letztendlich kommt schon von Port Ellen, dass man dann so eine Mixtur, um einen kompletten Ansatz für einen Brandvorgang zu haben, letztendlich nutzt und darüber dann eben halt jetzt hier so diese Sondereditions letztendlich gebrannt hat, wo man eben halt diese unterschiedlichen Barley-Varianten letztendlich hier miteinander vermählt hat, die dann destilliert hat und dann eben halt auch gereift hat. Hier ist es so, wir haben 70% Bourbon Casks. Steht eigentlich hier nicht auf der Pulle drauf, leider. Aber auf der Verpackung sind hier drauf 70, 25% STR-Cask, das sind diese überarbeiteten Rotweinfässer, die man da letztendlich nachgearbeitet hat, und 5% Sherry. Zum Vergleich des Vorjahres, das war der Harvest, ist der definitiv merklich dunkler. Das heißt also, ich denke mal mehr, diese STR und die Sherry-Fass-Geschichte hat hier Einfluss genommen. Von daher bin ich mal gespannt, wie die sich tut. Also mir haben alle drei richtig klasse bis jetzt gefallen. Von daher ist diese Miniserie, die man hier für Deutschland hat, ist das schon eine tolle Geschichte, die wir da haben. Oh. Ist wieder ein bisschen fruchtiger. Ich habe jetzt hier so das Gefühl, ich habe da wieder ein bisschen mehr die STR-Cast auch in der Nase. Die rausstechen, die so eine gewisse fruchtige, süßlichere, weinfruchtigere Note geben. Dass ich nicht nur eben halt diese zitrischen Noten habe, die da sind. Apfel-Birnengeschichten, die auch irgendwo dahinter sind.
Aber dass man eben halt so eine, ich würde jetzt gar nicht mal Weinnote an sich, aber so eine Weintraubennote vielleicht wahrscheinlich sogar auch ein bisschen man da rein assoziieren kann. Rauchigkeit. Habe ich jetzt hier extreme Rauchigkeit? Die ist da, ja. Aber ihr wisst ja, ich sage mal, ich bin rauchblind. Ne? Also von daher, ich rieche da echt quasi nur hinter. Ja, das schon. Aber ich empfinde die jetzt aktuell ein bisschen gedämpfter heute. Von daher bin ich gleich mal gespannt, wie sie im Munde zuschlägt. Slonji. Wenn man den einspeichelt, dann kommt so dieser, was ich auch schon mal gesagt habe, so dieser trockene Getreide-Kirngeschmack. Ja, eigentlich riecht man den ja. Aber das ist so, dass man Gerste letztendlich so eine trockene Getreidenote hat. Die ist da. Hier aber schön mit einer zitrischen Geschichte umspielt wird. Jetzt sind auch, ich habe auch jetzt ein bisschen mehr die Zitrusnoten letztendlich hier, so die noch mir die Spucke rausziehen. Der hat ja ein bisschen mehr Prozent hier, 48 oder 49, du lässt nichts Falsches sagen. 49,4 steht hier drauf. Ich habe irgendwie 48 im Kopf gehabt, weiß ich auch nicht wieso. Vielleicht mit dem alten aus dem vergangenen Jahr vertan, 49,4. Auf beiden gleich drauf. So sollte es sein, ne? Also diese zitrischen Noten, der zieht mir noch gut die Spucke zusammen. Also knapp eine 50. Der hat schon ordentlichen Druck. Es kommt jetzt so ein bisschen hinter auch so diese Lagerfeueraschigkeit, die man immer Kilo-Oben nachsagt. Aber nicht so harsch, nicht so extrem. Von daher würde ich schon fast sagen, diese Lagerfeueraschigkeit ist eher dann mit der Gerste mit den 50 ppm zuzuordnen, als dass man das bei der hauseigenen 100% Kilhomen-Gerste letztendlich, mit denen die selber machen, hat, die nur 20 ppm hat. Wir haben ja Anfang März einen Kilhomen-Special-Abend gehabt, wo diverse Einzelfässer probiert haben, wo auch wirklich ein, ja, im Endeffekt ein 100% Eiler richtig gut performt hat, der smoother, süffiger war und dann aber auch eben halt ein Bourbonfass, also Ex-Bourbonfässer, die eins eben halt. Ne? Wir haben drei Fässer gehabt davon, das waren alles nur Einzelfässer, was Bourbonfass-Geschichten waren. Wo ich jetzt sage, da habe ich so ein bisschen, das ist so das Zwischenliegen von zwei Fässern als Einzelgeschichte. Da kann man also sagen, wirklich, ja, man kann das da wiederfinden. Interessant für mich jetzt hier letztendlich, der das probiert hat. Ne? Schöne Note. Also hier ist so ein bisschen, das ist nicht nur die reinen Zitrusnoten, ein bisschen dunklere. Man würde schon so ein bisschen sagen, vielleicht so orange Grapefruit-Geschichten so. Blutorange würde ich jetzt nicht sagen. So ein bisschen in Grapefruit, so ein bisschen so mit Bitterkeit auch. Aber nicht extrem. Schön. Wollte mal rangehen. Um diesen Effekt dieser Getreidenote hat er jetzt noch mal. Also das ist ganz kleine Sache, glaube ich, von dieser Zusammensetzung des Malzes, was wir da haben. Schön. Also ist ein Effekt, der mir gefällt, wo man so im Mund so einen kurzen Moment hat, Gefühl, da ist trocken. Man hat diese Getreidigkeit, so ein bisschen was Staubiges hätte ich jetzt gesagt. Aber auch jetzt noch Speichel sprießt und Spucke fließt. Und dann hat man hinter diese schöne Aschigkeit, Zitrusnoten irgendwo immer noch da. Der ist gelungen.
Ihr seht, ich habe jetzt hier nicht rausgetrunken aus der Pulle, das ist jetzt das erste Mal. Ich habe Sample abgefüllt, damit letztendlich, ja, wenn man interessiert ist, vor Ort probieren kann. Das heißt also in meinem Sample-Kabinett, Klappe auf, ist was drin, kann ich euch was probieren lassen. Und ja, unten drunter sind schon so viele angefangene Pullen letztendlich drin. Da bin ich froh, dass es, je nachdem, wo das jetzt gekommen ist, ich vermute schon irgendwo noch im April wird dieses Video hier laufen. Das war solch eine Flasche eben halt. Muss man mal sehen. Vielleicht zum Sommer hin doch nochmal beim Open Bottle Evening hat. Ich weiß es nicht. Oder ob sie eben halt doch von vielen probiert worden ist. Letztendlich bei unserer Hausmesse am 13.05. Ich freue mich auf einen Samstag mit euch zusammen im Weinhandel. Und natürlich auch gerne auf eine Hausmesse. Und wenn euch das Video, auch wenn ich heute ein bisschen ruhiger letztendlich bin, gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Der kann ich nur ganz klar sagen, hat mir gefallen. Vielleicht habt ihr dann schon probiert auch, weil ist ja jetzt hier quasi um März, Osterzeit sind die Dinger letztendlich aufgeschlagen. Mir gefällt er. Ich freue mich, um eure Kommentare da auch zu bekommen mal. Bis dahin, auf einem Samstag im Weinhandel.